So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. So wie es aussieht, erinnert sich GLaDOS jetzt wohl an ihre Vergangenheit, was sie davor war, bevor sie diese Maschine wurde oder ja, halt die Maschine geworden ist. Und ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch alles so ans Tageslicht kommt. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Ja, gell? Nee, Vias, nee. Ja. Oh. Ein neuer Ladescreen. Der sieht ja mal alt aus. Retro. Schluck auf. Cool. Wer noch weitere $60 verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen. Wie neu. Alles da. Wow. Okay, wir haben hier einen Schalter. Da haben wir was. Da ist der Ausgang. Okay. Was ist das? Das ist der Würfel. Der ist doch hier oben. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal zu dem Würfel hinzukommen. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Langt das vom Platz her? Doch, das müsste eigentlich... So. Wie? Ah, jetzt. Okay. Wenn wir da rein, da raus... Geht es? Jo, das geht. Okay, gut. Ah Gott, ich treffe immer die dumme Stange, hä? So. Dann probieren wir es mal. Zack. Oh, das langt doch nie. Ah, doch. Yes, hat sogar gelangt. Wunderbar. So, jetzt müssen wir den noch darüber bringen. Das ist eigentlich auch kein großes. Keine große Kunst. So. Okay, das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir aber quasi das andere wird wahrscheinlich auch nochmal so eine tragfähige Plattform. Ja, okay, gut. Ist tatsächlich eine. Wir müssen hier das Orange. So. Alter, guckt euch die Strecke an. Das klappt doch niemals. Never. Da fehlt doch was. Ja, okay, das war schon mal... Ah! Jetzt, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja, genau. So muss es nämlich sein. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Zack. Bei Interesse haben wir auch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, cool. Ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir fuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Hey, dieser Cave Trance ist ein... Ein Fuchs ist der, hm? Ein Fuchs? Aber was für ein gerissener Geschäftsmann, würde ich mal sagen, wa? Mal gucken, was der noch so für uns um Tests hat. Also die ging jetzt eigentlich, ja? Kurz nachdenken und dann... Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen.
Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Jo. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind $60 sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Bartläuse. Okay, geht's rein. Ah, hier, da haben wir es doch. Ja, und jetzt? Ah, okay, gut. Carolyn, Carolyn, wer ist? Kenne ich die Frau? Habe ich sie getötet? Oder? Oh Gott. Weißt du, ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Okay. Oh, das sieht nach Presse aus. Ah, okay. Kontroll, da kommen wir mal alles an. Oh. Ich hab grad überlegt, wie ich da rüber komme, ohne zu sterben. Ich habe ja eine Portalkanone. Wie soll ich denn da bitte hochkommen? Oh! Ach, das ist ja einfach. Komm. Hallo. Zack. So. Ha. Easy. Ah, Vogel, töte das Mistvieh. Chill dich. Weg ist er. Gut, für ihn. Also weiterdenken. Ich muss darüber. Und ich glaube, ich weiß schon, wie, falls da hinten eine... Jawohl, da ist eine. Boah, ihr habt jetzt bestimmt dachte ich vermasselt, hä? Ja. Yeah. Willkommen im Richmond Center. Oh, der hört sich aber nicht gut. Die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Fertigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es $7 kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Optimistisch. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Oh. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Das, ja, der wird von... Er sieht auf jeden Fall sehr zerbrechlich aus. Also ich denke auch mal, ne, dass der es noch so lange macht. Vielleicht werden wir ihn ja am Ende sehen. Das wäre natürlich cool, ne? Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber es wäre wirklich cool. Jetzt bin ich neugierig, jetzt habe ich da was gesehen, da will ich jetzt hin. Oh, schade, es geht nicht auf. Das wäre jetzt cool gewesen, so irgendwie so ein verstecktes Easter Egg. Da unten ist aber nochmal eine Tür, ne? So ein komisches Gitter. Ob da irgendwas ist? Ja, ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht, aber ich bin schon ein bisschen neugierig. Komm. Wir haben ja sonst nichts zu tun, gell? Ach nee, Quatsch. Von da bin ich ja gekommen. Hey, was ist denn das? Ein Beamer. Mit den Grundfarben.
So, da lang, da lang. Hier, dort, entlang, dort, hier rein. Kein Auflösungsgitter. Warum? Ah, jetzt heißt es weg. Und jetzt kommt unser alter, netter Freund. Doch nicht viel Ladezeit. Ha. Exit. La 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 la. Okay. Was haben wir hier? Wir haben jetzt ein Problem, weil wir hier reingehupft sind. Und ich keinerlei Möglichkeiten finde, hier rauszukommen. Verdammt. Gibt's hier nicht irgendwo eine Fläche? Nee. Oh, hier vielleicht? Komm schon. Scheiße. Warte mal. Nee. Ich sehe hier gerade irgendwie keinen Ausweg. Scheiße. Oder der ist hier irgendwo und ich sehe ihn einfach nur nicht. Nee. Nee. Warte mal. Ach klar. Aha, so sieht's aus. Ich mache mir meinen eigenen Ausweg. Oder... Jetzt, genau. Cool. Das ist geil. So. Dann gucken wir uns das mal an, hä? Oder vielleicht doch ein bisschen so. Das ist ja cool. Yeah. Und das machen wir jetzt auch mal voll. Oh, der Ausgang noch mal hier. Da bashen wir jetzt auch noch ein bisschen Farbe hin. Das ist ja geil. So, machen wir unseren eigenen Ausgang. Ah, ich weiß auch schon, wie es weitergeht. Haha. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Oh, okay. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist... Wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit sich's jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben.
meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Okay, also fassen wir mal kurz zusammen. Also der ist durch dieses komische weiße Mondstein-Gedönszeug todkrank geworden und hat dann, also jetzt seine Wissenschaftler haben in der kurzen Zeit, also in der Zeit dann an diesem komischen Projekt da gearbeitet, dass man diese Intelligenz abspeichern kann. Und diese Intelligenz war dann, na, genau, GLaDOS. Ziemlich cool. Ja, also Leute, ich mache hier dann für heute erstmal Schluss. Man hört sich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.